So, liebe Wildlands-Fans. Wildlands-Fans, cooler Name. Wir begrüßen euch zurück zu einer weiteren Folge Let's Challenge Fallen Ghosts. Wie ihr gehört habt, der Lumpy ist wieder mit dabei am Start. Wir haben uns jetzt mal ein bisschen, ein bisschen in Stealth-Modus begeben. Und der Lumpy, der hockt hier auch irgendwo rum. Ja. Wo ist er denn? Rate mal, wo ich bin. Links? Links? Links von dir, ja. Bei mir gibt's ein paar Bananen zu schmankeln. Also ich nehm's an. Alter, willst du mich verarschen? Du hockst hier drinne? What the fuck? Ja, ist auf jeden Fall eine gute Demonstration von Tarnfähigkeiten. So, also wir sind, wir gucken mal kurz, im westlichen Bezirk angekommen und müssen jetzt erstmal Informationen noch zu den Extranjero-Aktivitäten in der Provinz sammeln. Dazu haben wir uns schon mal hier oben in die Aguiverde Bravo-Basis begeben und nehmen gleich die nächstgelegene Markierung. Da bin ich dabei. Oh. Das ist prima. So, warte mal, wo ist denn eigentlich die Markierung? Ach, da unten. Ja, wir belassen es dabei, das hat erstmal dementsprechend auszulassen. Soll ich fahren? Ich wäre jetzt gelaufen. Los geht's. Das sind 800 Meter. 600 Meter. Ja. Na gut, dann begeben wir uns erstmal dorthin und sehen uns dann am Einstiegspunkt wieder. So, Freunde, Lumpy und ich sind jetzt hier angekommen und haben schon mal eine kleine Stellung bezogen. Ich glaube, der Lumpy befindet sich links von uns auf dem Stein. Mhm. Ich bin gerade mit der Drohne rausgeflogen. An dem Boot sind Tangos. Drittes Ziel. Mindestens drei. Kleiner Uferbussen. Ich sehe auch eins, zwei, drei auf dem Boot, genau. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Ein Angelplatz. Okay, du müsstest mich rein theoretisch schon da oben sehen. Wir sind jetzt bei 10. Moment. Ziel Nummer 10, also wie viele sind das bitte? So, ich habe erstmal mich wieder gefunden mit der Drohne. Wo bist denn du? Ich befinde mich gerade kurz vorm Ufer. Klar, die Kamera hat gerade genau meinen Schritt gezielt. Kurz vorm Ufer. Auf der richtigen Seite schon? Hier ist so ein kleiner, von dem See aus so ein Flussarm kurz vor der Basis und da davor, ca. 100 Meter, ist eine Palme und da hocke ich gerade. Weiß nicht, ob du mich siehst. Ich sehe jedenfalls deine Wärmesignatur nicht. Ich ping mal kurz. Oh, okay. Da bist du. Lol. Ja, ich sehe dich. Ich rück mal weiter vor. Gleich am Eingang Helikopter steht einer auf deiner Seite. Da sollten sich doch Informationen über ihren Einsatz finden. Oh Gott, meine Drohne ist gestört. Hier ist irgendwo ein Drohnenstörer. Okay, das Ziel am Heli sehe ich. Ich flieg mal ein Stück höher. Ziel getroffen. Ah, da ist ausgeschalten. Sie sind heiß. Ja, das ist es nämlich wieder. Ich habe wieder die Armbrust benutzt und sie haben es wieder mitbekommen und wissen sofort, wo ich liege. Hinter dem Helikopter ist ein Auto, dort daneben ist ein Moped, da steht einer an dem Moped. Links an dem Haus steht einer hinter den Sandsäcken, an dem Haus rechts steht wieder einer auf dem Balkon. Der an dem Auto rennt jetzt nach rechts weg neben dem Baum. Ich gucke, ob ich dir irgendwie behilflich sein kann.
Lol. Achtung, Granate bei dir. Okay, rechts sind zwei von dir. Oh, lol. Das ist nicht gerollt. Es ärgert mich, dass das mit der Armbrust nicht funktioniert. Es ist echt die Geräuschminderung ist auf null, ja. Okay, ich hab's. Nee, vergiss es. Also die Armbrust benutze ich nicht mehr. So ein Schwachsinn. Echt. Plötzlich macht das Snipern viel mehr Sinn, ja? Nee, nicht nur mit der Sniper, auch mit der Handfeuerwaffe. Du hast mit der Pistole. Funktioniert auch immer noch besser. Bist du noch alive? Alive and kicking oder was? Ja, bist du noch da? Weil da, wo du gerade eben warst, liegt eine Leiche. Na, ich bin links davon. Ich bin links, ich liege am Wasser. Ach du, okay. Dann ist ja gut. Da ungefähr. Sehe ich nicht dein Ping. Vielleicht habe ich dich jetzt doch direkt gepinkt. Ja, angeblich. Ja, hier laufen immer noch welche rum. Es ist noch was für dich da. Und ist auch gerade noch ein Auto angekommen. Unidad-Einsatzkräfte. Ehrlich? Die vor mir? Das ist ein Auto und Pickup. Ja, sehe ich. Standardausrüstung. Und dort im Schützengraben. Dort steht auch noch einer. Alter, wie ich wieder nicht pingen kann. Lull. Das Auto habe ich erledigt. Habe ja eben einen meiner Drohnen erledigt, der hätte dir Schwierigkeiten bereiten können von dort. Ich sehe noch einen. Gegner am Boden. Jo, erledigt. Da ist noch einer. Am Steg ist auch noch einer. Sehe ich nicht. Am Steg? Der hintere. Okay. Hab's sehen. Bewegt sich. Ich gehe rein. Achtung, an dem rechten, hinter dem rechten Haus steht auch noch einer. Ich wechsle mal wieder auf Sniper. Ne, von hier sehe ich gar nichts. Boom, Junge. Bin mir auch nicht sicher, ob ich ihn getroffen habe. Rechts am Haus läuft gerade einer vor. Auf der Höhe vom Auto. Tango ist tot. Rennt jetzt hinter das linke Haus. Okay, hab einen. Ich seh dich, cool. Weiter sehe ich niemanden als Gegner. Keine Tango. Okaychen. Ich komm zu dann dir. Dann sammle ich für uns. Oh shit. Jetzt wäre ich beinahe von der Klippe gehüpft. Oh, okay. Ich war im Haus drin. Kommunikationsausrüstung. So, die Informationen selber befinden sich auf dem Hausboot, oder? Nee. Ah, Quatsch. Ich habe einen Laptop. So, ich komme gerade an. Ich habe die Dateien. Bin an dem rechten Auto. Rechten Haus. Hallo. Ich kann doch gleich mal Moon auffüllen hier. Ein Drecksack weniger. Das ist ja wie Tontaube schießen. Oh lol. Ziel Nummer 3. Okay. Willst du auch noch aufmunitionieren? Hab ich schon. Okay. Scheiße, ich brauche jetzt nicht so viel. Da kommt noch einer. Abschuss bestätigt. Sind die anderen ausgeschalten oder? Auf der linken Seite kam einer die Treppen runter. Den habe ich mir ausgeschaltet. Ah. So, dann nehmen wir uns doch mal das Holzboot hier, die Nussschale. Achso, scheiße, ich schwimme schon. Da war ein Boot. Ja, da war ein Boot. Dankeschön.
So, Freunde, machen wir wieder einen kleinen Cut und sehen uns gleich dort vorne in der Kleinstadt wieder. In so einem Busch. Setze Drohne ein. Alter, bei mir spackt das Spiel. Sieh eine kleine Gruppe Tanker aus. Ja, einen Elite-Scharfschützen auf der rechten Seite. So, Peoples, wir sind angekommen. Ziel Nummer 2 da. Drittes Ziel. Und haben doch ein wenig mehr. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Feinde im Gebiet. Okay, ich weiß ungefähr, wie ich reinkomme. Du hattest bereits einen Scharfschützen gespottet. Auf der rechten Seite Turm. Dem linken. In der linken Basis am Eingang steht ein schwer gepanzerter. Und dort direkt am Eingang links ist ein Alarm. Okay, den Scharfschützen habe ich ausgeschaltet mit der Drohne. Okay. Ich könnte auch den Alarm ausschalten. Mit der Drohne. Dann feuerfrei. Ich versuche jetzt meine Position zu wechseln. Hier hinten ist ein Aufgang. Da versuche ich jetzt mal hochzukommen. So, ein bisschen zu gucken, wo du bist. Hast du den Generator vorhin gesehen? Mhm. Oh, ich sehe ihn, ja. Ja, ich befinde mich auf der an der Straße vor dem Checkpoint. Oh lol, okay. Warte mal, ich habe einen Gegner. Ja, der sitzt hier im Haus. Gute Nacht. Der Checkpoint ist sauber. Wechsel Straßenseite. Okay, hier oben ist noch ein Gegner. Ich weiß aber nicht, ob sich rechts in dem Haus einer befindet, wurde fast entdeckt. Ich würde mir mal den rechten Stützpunkt versuchen anzuschauen. Dass ich auf den Turm starte mal kurz die Drohne. Ja, die Umgebung checken. Wer dann in dem Bunker drin ist. Okay, der Bunker ist frei. Ist das ein Luftabwehrsystem? Schauen hier hinten links an der Sam-Stellung komme ich vorbei. Also ich laufe jetzt. Ich ginge mal kurz hier hinten. Mhm. Laufe ich jetzt rum. Okay, pass auf. Also wie gesagt, ich versuche den Stützpunkt zur Rechten einzunehmen. Okay, hier ist frei. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Angriff! Okay, Haus ist sauber. Das ist auch sauber. Gott, Tango gehört. Scheiße. Bei mir ist ein schwer gepanzerter. Mhm. Dürfte es aber schaffen. Ich muss ganz kurz gucken, wo die Infos hier liegen. Ich bin schon im Gebiet drin. Okay, mir ist jetzt die Häuser. Haben sie dich entdeckt? Ja. Warum saß denn nicht? Ich dachte, dass ich eine Granate habe. Oh Gott.
Nein, weil ich war nicht der Meinung, dass sie das nicht so weit tragen konnten, die Information. Weil es sah halt bloß so aus, als wären das zwei hier, aber es waren irgendwie fünf. Ist bei denen noch alles cool? Ja, ich bin auch safe. Problem ist, dass sie sich jetzt genau an dem Haus versammeln, wo ich eigentlich hin wollte. Schade, tut mir leid. Ich kenne eine kleine Gruppe Feinde. Ich gucke mal, ob ich vielleicht so schon. Die kommen langsam raus Drohne hier zu mir. Granate fliegt. Oh mein Gott, wie komme ich jetzt darüber? Gott, ich habe ja gerade eine ungünstige Position gehabt, habe ich gerade gesehen. Direkt neben so einem roten Fass. Okay, ich habe zwei ausgeschalten. Gut, ich kann jetzt versuchen, auf den Turm zu gehen. Okay, jetzt haben sie mich auch entdeckt. Okay, ich beeil mich. Ach du Scheiße. Oh, ich habe gerade mal links um die Ecke geguckt. War ein Fehler. Gerade ganz schöne Schwierigkeiten. Okay, Schwergepanzerte ist ausgeschalten. Ich versuche noch so einen anderen Schwergepanzerten gerade auszuschalten, der hält aber unglaublich viele Kopfschüsse aus. Oh, Scheiße! Ah, Granate! Granate fliegt! Okay, zieh mich kurz zurück. Boah. Nur den schwer gepanzerten habe ich. Der hat sich gerade vor mir hingelegt. Auf der rechten Seite zufällig? Jo. Obwohl, ne, es könnte sein, dass du. Ich hör zwar, dass es auf mich geschossen wird, aber ich sehe nicht von wo. Oben auf dem Dach ist noch jemand. Die halten aber auch viel aus, ja. Okay, meine Moon ist fast aus. Okay, ich bin im Haus. Ich dachte, gar nicht so einfach. Ich sehe dich. Das alles. Oh. Wollte nicht pingen. Tut mir leid. Alles gut. Irgendwo befinden sich ja noch Gegner. Was ist das? Wo zum Teufel? Da ist ein zweiter. Da unten. Auf der Straße, ich glaube, da kommt sie mir hoch. Ich sehe einen Reh rennen. Scheiß Dreck. Oh, der Schwergepanzerte ist zu mir gekommen. Ich höre, dass einer schießt, aber ich sehe ihn nicht. Ich glaube, ich habe ihm einen Headshot verpasst, den er brauchte. Boah. Okay, in dem Haus hier ist nichts drin. Nee, wahrscheinlich rechts daneben. Yep, bin unterwegs. Hoch, dort drin. Hier auch nicht. Ja, genau, da dachte ich. Ne, auch hier nicht. Ich weiß es gar nicht, warte mal. Das eine Mal hatten wir ja auch auf dem Dach oben. Mobilfunktelefon. Stimmt, ja. Ja, hier ist nix. Auf dem anderen Dach ist auch nichts. Weder eine Tafel.
Ich kann mal mit runter suchen. Ja, ist jetzt nicht ganz so einfach, die Dinger zu finden, ne? Yep. Warte mal, ich glaube, es wird mir angezeigt am Helipad auch nicht. Ich lach mich kaputt, wenn es wirklich. Also in dem Haus hier war ich auch schon drin. Ich habe ja zwar auch nichts drin gesehen, ne? Gut, ich war hier in dem rechten Haus, war ich noch nicht drin, wahrscheinlich liegt es da drin. Ich hatte einen Hund namens Bingo. Ich hab die Bilder, die wir brauchen. Wer sind die Typen? Zumeist Gemeindevorsteher. Ich will auch Fotos machen. Tot, werden vermisst oder versteckt. Okay, nächster Punkt. Dort vorne in 300 Metern. Ich check noch mal ganz kurz meine Ausrüstung und dann sehen wir uns gleich wieder. Jo. So, was so, zwischengespeichert. Nee. Boah, ist das schwer, Alter. Mal nicht so verkacken. Schon mal in meiner Basis, ob ich hier irgendwo was finde. An Moon, weil ich brauche dringend. Beep Matcher. Ja, ich habe Munition gefunden. Ich markiere sie auf der Karte. Ja, ich glaube, da war da. Nicht so nah. Achso, hast du auf der Karte markiert? Nee. Ich kann es nicht auf der Karte markieren, weil ich dran stehe. Ja, ist nicht so schlimm. Ich habe noch ein bisschen Munition. Alles gut. Ja, du, wenn du zum Eingang kommst von der Basis, kann ich dir zeigen, wo. Oh Gott. Meinst du unten auf der Straße oder was? In der anderen Basis drin. In der gegenüberliegenden. Welche andere Basis? Die gegenüberliegende. Da, wo ich von dem Turm geschossen habe. Ich bin hab. Jetzt unter. Ah, egal. Von welchen? Von welchem Turm? Ach, von dem da oben, wo der Scharfschütze drin war. Jo. Ernsthaft. Jo, da geradezu. Ja, ich seh's. Huch. Denk dran, fahr nicht so weit drin. Ist gleich da vorne. Ich werde dort rechts in den Busch fahren. Oh. Oh. Oh, das passt doch. Das ist ein LKW, den wir hier fahren? Das ist doch kein LKW. So, und wie versprochen, wir sind zurück. Oh. Und sind jetzt hier in der Kleinstadt angekommen. Hier ist eine Oma vor mir gespawnt. Oma spawning? Ja, guck mich nicht so an, als wäre ich ein Geist. Wer ist denn hier gerade gespawnt? Sauron Ghost. Arroyo Baya.
Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich bin nicht weit weg von dir. Okay, Uni dort Einsatzkräfte. Vorne auf der Straße läuft einer einzeln. Kommt auf uns zu. Ich bin ja in so einem Haus auf einem Balkon, aber das hilft mir nicht. Ah, ich sehe ihn. Sehr gut ausgeschaltet. Ich bin auf der zu deiner Linken an diesem weißen Haus. Ja, ich sehe dich. Ich liege rechts neben dir, hast du mich nie gesehen? Nein, wo? Ja. Oh lol, nein, okay, da habe ich gar nicht hingeguckt. Nein, nicht aufstehen. Granate fliegt. Oh Gott, das war der falsche Knopf. Etwas der falsche Knopf. Hey, renn mich nicht über den Haufen. Ich will nur die Schulter wechseln. Ach ja. R1. Nicht R2. L1, wenn es so, ja, ja, wie auch immer. Ich habe bloß ein paar Zivilisten aufgescheucht, wie es aussieht. Pass auf, wenn du, die Straße runterkommst, hinter diesem Kirschbaum oder was das ist, ist gleich ein Brunnen, ja. Und an dem Brunnen patrouilliert gerade ein Unidad-Soldat. Dort ist das Rathaus. Passen Sie auf. Alle, die hier was zu melden haben, stehen wahrscheinlich auf der Lohnliste der Söldner. Okay, du hast gesagt, am Brunnen. Okay, ich sehe ihn. Ich sehe im Moment keinen weiteren. Kann sein, dass sie in den Häusern drin sind. Tango getroffen. Scheiße. Lass ich es ging daneben. Scheint aber noch alles ruhig zu sein. Hier ist eine Kirche. Die sehe ich. Ich bin jetzt links neben dem Brunnen. Kurz vorm Rathaus. In der Kirche sehe ich jetzt aktuell nur Zivilisten und einen Priester. Ein Priester ist auch ein Zivilist, oder? Ja. Okay, ich lieg jetzt direkt vorm Rathaus. Ich geh mal rein. Was hab ich denn hier? Schönes Essen. Irgendwo höre ich hier noch welche plappern, aber. Kommt auf Richtung Kirche. Ich bin im Rathaus. Ich bin hinter der linken. Scheiße, hier oben sind drei Leute drin. Im Rathaus mit der Cola? Okay, einen habe ich. Zwei hast du? Gut, den habe ich auch. Ja, safe. Blendgranate hat nicht ganz so funktioniert, wie es sollte. Hm. Okay, ich glaube, wir haben hier genug Daten. Bringen wir sie Socrates. Wie vermutet, der Bürgermeister gehörte zu Santa Blanca. Er schickt diesen Arbeiter. Dafür pusten die nicht den Kopf weg. Offenbar haben sie die Kondition. Hoppla. Würde ich sagen, schnell rein ins Auto. Dann die Daten mit Socrates noch abgleichen. Früh ein weißer Partybus hätte jetzt was gesagt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Hut ab. Also wenn man wirklich hier richtig mit vier Leuten taktisch vorgehen will, am besten hat komplett aus und auf Extrem spielen. Ich glaube, da ist die Tendenz zum Rage-Quitten echt hoch. Ja, auf jeden Fall. Aber er macht aber richtig Bock so. Ja, es dauert natürlich alles ein bisschen länger und die Gefahr ist wirklich da, dass wir
es öfters verkacken oder Chaos auslösen, als wir eigentlich wollen. Aber es ist halt, wenn man nur zu zweit ist, ne? Viele Optionen hat man nicht. So, würde ich sagen, sehen wir uns gleich nach der Cutscene wieder. Muy bueno. Gracias por tu ayuda. Hey, gutes Timing. Was haben Sie für uns? Ihre letzten Informationen haben mich zum Nachdenken gebracht. Wir haben genug, um ein neues Ziel anzugehen. Fassen Sie sich kurz. Major Luis Rocha, früherer argentinischer Soldat und jetzt freier Söldnerführer. Er leitet die Aktivitäten in einer der Regionen. Die Los Extranjeros haben ihn geschickt, um die ehemaligen Santa Blanca Drogenlabore wieder aufzubauen. Sie sind jetzt soweit, dass die Produktion anlaufen kann. Das ging schnell. Rocha zwingt die Einheimischen zur Sklavenarbeit. Sie schuften sich zu Tode, weil er ihre Familien hat. Er ist ein harter Brocken. Man nennt ihn auch La Machina, die Maschine. Rocha ist total skrupellos und eiskalt bis ins Mark. Nun, wir heizen ihm ein. Schicken Sie mir jetzt die Zielorte. Schon dabei. Jetzt wissen wir, was hier los ist. Schlagen wir der Schlange den Kopf ab. Schlagen wir der Schlange den Kopf ab. So. Ich hatte wieder so ein Floating 3-Punkt-Laser-Visier. Aber diesmal Entschuldigung, das war ich. Das war ich. Okay, als Belohnung gab's die Big Fucking Gun. Mir ist zwischendurch aufgefallen, dass ich die Mission schon gemacht hatte. Das ist ja nicht schlimm. Und zwar ist mir das aber bloß aufgefallen durch die weiße Markierung, nicht durch die gelbe. Big Fucking Gun. BFG. Okay, Feuerleuchtrakete. So. Ich weiß auch, wo du die gemacht hast. In dem Offscreen. Ja, stimmt. Da haben wir uns ja vom westlichen Bezirk vorgearbeitet. Oh boy. So. Alles klar, BFG ausgerüstet. Meiner Meinung nach sehr starkes Scharfschützengewehr. Und ich muss gerade ein bisschen rumtrollen mit den Leuchtdingern. Was für Leuchtdinger? Was für Leuchtdinger? Siehst du das nicht alles, was hier rot ist ringsherum? Nee. Echt nicht? Ich hab gerade so viele davon geschossen. Ich werf dir mal einen auf den Kopf. Das war keine Leuchtpistole. Entschuldigung. Das war nicht so viel Leucht und nicht so viel Pistole. Das war eher Bums und Granada. Bums, Granada. Siehst du meine Leuchtpistolen? Hast du gerade eine geschossen? Ja. Da liegt einer komplett in der Gegend. Nee, okay, sehe ich nicht. Ist ja blöd. Schieß mal einer aufs Haus. Na gut. Schick eine Leuchtrakete. Augen zu. Nope. Okay. Sehe nichts. Okay, so kleine Fehler gibt's nur noch im Spiel, ne? Wie gesagt, ich erwähne nur. Ach, schon wieder Strecken. Meine Güte, was ist denn nur los? Ich erwähne nur Avos. Also, dass die nicht so funktioniert, wie sie funktionieren sollen oder sollte, ärgert mich zutiefst. Ich weiß nicht, ob ihr da auch Probleme habt. Wenn ja, ballert's doch einfach mal in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal bei einer neuen Folge Streakin Wildlands. Mal schauen, was wir uns das nächste Mal einfallen lassen. DLC Fallen Ghost. Wie immer. Alles klar, Lompi, wir sehen uns. Macht's gut, bis dahin. Haut rein.